Willkommen bei Yvonne Hütti Maßhaus und Dritte Brezel. Einmal um ein DHM-Haul, dann Kleinigkeiten, die ich auch woanders gekauft habe. Einmal um einen kleinen Mac-Haul und das hier hatte ich auch noch online bei DM bestellt. Und zwar gibt es das nur online von My Little Pony. Das ist so eine Tasche, eben so eine Kulturtasche. Ich glaube, die liegt so um die 15 Euro mit drei Produkten, also Pinseln. Und zwar sind das hier My Little Pony. Das finde ich natürlich mega, mega süß. Ich habe früher auch My Little Pony gehabt. Ich bin ein totaler Fan und habe natürlich heute nichts mehr. Aber das war damals immer so ein bisschen, wenn ihr sowas kauft, ist das wie Kindererinnerungen, die man kauft. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Es ist der Moment, wo du sagst, oh wie süß. Ja, oh wie süß. Und dann kauft man sich das. Gut, ich würde sagen, wir starten dieses Video. Und als erstes hatte ich mir einmal die Face Mask von Essence gekauft. Die ist nämlich mit dem lieben süßen Pumbaa. Und das ist in so einem peachigen Duftmoment. Das sieht dann so aus, der ist ein bisschen cremig, den könnt ihr dann einfach verteilen. Den werdet ihr auch in Handbody machen können. Und wenn ihr das verteilt und schön einreibt, dann riecht das so lecker nach Peach. Also das riecht richtig, richtig unfassbar gut. Es erinnert mich tatsächlich an irgendeine Creme, die ich früher tatsächlich auch mal gehabt habe. Also ich finde das richtig, richtig toll. Totale Empfehlung, wenn ihr das seht, probiert das mal aus. Also ich weiß nicht, ob man es ausprobieren kann. Aber das riecht jetzt im Moment extrem lecker. Zwei Pinsel von der Firma Essence, ihr seht das. Einmal mit der Parade von den Elefanten. Ich weiß gar nicht, ob die deinen Namen hatten in dem Film. Und natürlich einmal Mowgli und Baloo. Macht langsam hier ein bisschen dunkel. Dann habe ich zwei Pinsel geholt. Das ist einmal ein Eyeliner. Pinsel und einmal so ein Lidschattenpalettenpinsel, also zwei verschiedene, ich halte es mal so hoch. Tatsächlich ist es aber ein bisschen schwierig, das Ganze hier abzufilmen, weil das so schwarz draufgedruckt ist und das kann das gar nicht einfangen, aber so sieht es eben aus. Und normalerweise, wenn ihr die kauft, könnt ihr mit der Firma Catrice nichts falsch machen. Also wirklich die Sachen, die die herstellen, die sind schon echt gut. Wobei der hier mir jetzt nicht so zusagt optisch, aber den werde ich für meinen Rouge nutzen. Da finde ich den eigentlich ganz passend. So, dann gab es auf jeden Fall von mir noch Essence, das sind so Nagellacke. Das ist einmal Glitzer-Nagellack und dann natürlich einmal der Affe von König der Löwen. Der hat ja auch so eine unfassbar süße Rolle. Und einmal Sasu. Da habe ich mir auch einen von doppelt geholt, weil ich gedacht habe, was ist, wenn du den benutzt und der trocken wird und du die Flasche wegschmeißen musst. Deswegen hatte ich mir den hier nochmal doppelt geholt. Auch etwas, was ich mir doppelt geholt habe, weil es so unfassbar niedlich ist und so schwer zu finden. Diese Kollektion ist die schwerste Kollektion, die ich bisher je irgendwo gekauft habe, weil entweder haben die nur das halbe Sortiment online oder so eingestellt oder du bekommst es eben nicht. Und hier zum Beispiel, die sind fast überall online ausverkauft gewesen, wie ich gesucht habe. Und ich habe mit gut Glück in meiner Filiale dann einen Teil vorbestellen können über die DM-App. Aber auch nicht alles. Wie gesagt, die haben gar nicht angegeben, dass die alles haben. Und wenn du dann vor Ort kommst, findest du das hier. Ich blende euch das mal hier oben ein. Ne? Und dann denkst du auch, warum? Warum habt ihr nicht alles eingestellt? Dann hätte ich sofort reservieren können, weil ich da ja eben auch Payback-Punkte und so kriegen konnte. Für. Seht ihr das? Den Simba in der Mitte. So ein hübsches Bild, wollte ich jetzt gerade sagen. So ein süßer Aufdruck. So ein bisschen in 3D-Format. Das finde ich richtig, richtig süß, total niedlich. Den habe ich mir extra zweimal gekauft, einmal zum Benutzen, einmal für so. Weil ich weiß, dass ich eben manche Sachen nicht benutzen werde, wenn ich weiß, dass ich es nur einmal habe. Bei anderen Sachen geht es manchmal, aber bei sowas bin ich echt speziell. Ne? Also das liegt auch wirklich an mir, dass ich sage so, Leute, tut mir leid, aber ich kriege es sonst nicht hin, wenn ich es mir nicht so. Etwas, was ihr auch kaum online kriegt, sind diese hier. Und zwar gibt es zwei verschiedene. Es gibt einmal den hier mit Timon und dann gibt es den hier mit Pumbaa. Pumbaa kriegt ihr fast überall.
Der ist auch fast nirgendwo ausverkauft. Aber hier diesen helleren mit Timon, den kriegt ihr sehr, sehr schwer. Das ist ein Lipgloss. Meine Freundin hat den schon ausprobiert. Die sagt, der hier zum Beispiel wäre nicht so intensiv langanhaltend. Aber ich mag einfach das Design und deswegen habe ich mir sie gekauft. Ich habe auch mehrere davon, weil ich gedacht habe, wenn ich den einen oder anderen, den ich kenne, das vielleicht noch schenken kann demnächst, dann passt das ganz gut. So, die Tüte ist bald auch leer. So viel müsst ihr dann auch nicht mehr aushalten. Aber das ist immer so, die Kollektion wurde angekündigt. Ich so, nee, ich brauche nichts, ich brauche wirklich nichts. Die Kollektion kommt und ich werde so ein bisschen ärgerlich, weil teilweise sind die ausverkauft. Du kannst fast nirgendwo was vorbestellen und so. Und dann ging das so hoch, jetzt brauche ich es, jetzt brauche ich es, jetzt brauche ich es doch. Ne? Hier haben wir einmal Muckli drauf. Die habe ich vor Ort gekauft. Und die haben eben nicht einfach nur einen Lippenstift, sondern so einen gefärbten Lippenstift. Also mit so einer Struktur wieder. Und sowas mag ich extrem gerne. Schaut mal bitte, wie süß ist das. Das ist natürlich mega, mega süß. Ich blende euch einmal noch mal kurz die Farbnuance rein. 0. 020 ist das, ja? Und dann gucken wir den nächsten noch. Ich habe zwei. Ich sehe nur einen. Einen kleinen Moment, da ist der zweite. Entschuldigung, 010. Alles so ein klein bisschen nudig angelegt, wobei der ein bisschen dunkler ist. Und auch der hat so eine Struktur da drin. Ich mag das einfach, wenn das nicht so ganz einfach ist, sondern da habt ihr zum Beispiel oben auch so ein B drinnen, wenn das so ein bisschen besonders gemacht ist. Ne? Mega, mega cool. Gut, was hatten wir jetzt noch nicht? Das. Dann diese hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die schon hatte. Ich glaube aber nicht. Da ist einmal Baloo und Muki schwimmend auf dem Flüsschen. Hier steht eben Catrice drauf und hier unten sind einfach nochmal so Drucks drauf vom Dschungelbuch. Das finde ich mega, mega süß. Das ist so Highlighter-Bronzer-mäßig angelehnt. Hier vorne, das ist auch total süß. Auch die haben das immer oben drüber so ein bisschen beschriftet, wie es dann, wie derjenige heißt, Mowgli, Baloo, wer es nicht weiß, ne? Dann haben wir hier einmal diese Palette. Ich habe nur zwei Paletten gekauft, weil ich gedacht habe, jetzt fängst nicht schon wieder an und kaufst alle Paletten auf, sondern du kaufst nur den Teil, den du willst. Und da sind wir einmal wieder so bei Rosé-Orangetönen, leichte Fliedertöne, ein bisschen glitzerig, sowas mag ich ja sehr gerne, ihr wisst das. Das ist einfach für mich ein absolutes Highlight. Und auch das Deckblatt mit den Beinen gefiel mir unfassbar gut. Und alternativ habe ich natürlich noch die drei Stück, was ja total süß ist, weil sie ja im Dschungel sind. Und da fand ich auch wieder hier unten den Druck zum Beispiel total süß. Moment, ich gucke mal, wo ihr den sehen könnt. Da. Das ist nämlich eben schon wieder dieses Zeichen und so. Und die haben das eben auch ganz, ganz schön gemacht mit dem, dass das unten hier so ganz viel Glitzer ist. Oben hast du zwischendurch so leichten Glitzer und ja, mega. Also die zwei Paletten habe ich mir gekauft und dann habe ich mir eben das hier im Doppelpack gekauft. Ein paar Nagellacke. Es war insgesamt, hat das glaube ich, alles, was ich gekauft habe, aber ich hatte auch noch eine andere DM-Bestellung, die ich jetzt hier nicht gezeigt habe, hat roundabout 200 Euro gekostet, glaube ich ungefähr. Und ich kriege aber vom Payback ungefähr 30 Euro für den Einkauf wieder. Also von daher hatte ich da jetzt nicht so Probleme. Ich habe tatsächlich sehr viele Punkte für diesen Einkauf mit diesem Dschungelbuch. Da hatte ich alleine schon 15 Euro für einkassiert. Und von daher passt das Ganze für mich. Für die nächste mag es zu teuer sein und der nächste. Aber ganz ehrlich, ich weiß ja, dass ich es mir leisten kann und dass ich es haben will. Und deswegen kaufe ich es mir. Ich verzichte wahrscheinlich in dem Sinne bei anderen Geschichten auf andere Sachen. Immer neue Klamotten oder nur Markenklamotten oder so. Das ist jetzt nicht so meins. Ich trage hier Pure Lay und dann passt das eigentlich ganz gut. Ich kaufe mir ja nicht speziell irgendetwas. Ne? Okay, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt dieser Kanal. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Habe ich nicht gesagt, ich will noch Mac zeigen? Leute, wir hängen Mac hinterher. Ich sage jetzt schon alles Gute, ihr Lieben, aber wer jetzt noch dran bleibt, zieht trotzdem. Genau, ich habe das jetzt extra so gemacht, damit ihr euch entscheiden könnt, ob ihr Mac noch gucken wollt, die Sachen oder nicht. Ne? Genau. Oh.
Okay. Und zwar Black Panther. Die hatten das jetzt reduziert. Ich habe lange darauf gewartet, dass das ins Reduzierte geht. Weil ich einfach diesen, ich glaube, das ist ein Highlighter, unbedingt haben wollte. Ich bin jetzt nicht so Black Panther Fan, genauso wie nicht Marvel Fan. Aber ich kriege den Deckel nicht auf. Kleinen Moment. Ich mache es sicher kaputt. Nein, ich mache es nicht kaputt. Sieht dann so aus. Seht ihr dieses 3D-förmige? Dieses, wenn es so rauskommt, dieses, dieses Panther-Gesicht. Das finde ich eben mega, mega süß. Auch die Farbe ist sehr, sehr intensiv. Und der Preis 25 Euro war für mich akzeptabel, weil ich noch drei Geschenke dazu gekriegt habe. Ich zeige sie euch einmal kurz. Und zwar gab es zwei Minimax. Das sind einmal so Lippenstifte in klein. Einmal in der Farbe mehr. Okay. Das erinnert mich irgendwie an Rituals. Dann müsst ihr das einfach nur hier so aufmachen und dann habt ihr hier so einen Lippenstift drin. Der ist aber viel, viel dunkler bei mir hier als im Video. Und ganz ehrlich, ich bin ja normalerweise in all meinen Videos geschminkt, sonst würde ich ja niemals online gehen. Und hier sieht man nur einen Bruchteil davon, dass ich geschminkt bin. Das liegt daran, dass ich nur mit einem, höchstens mit einem Ringlicht arbeite und eigentlich auch eigentlich nur mit so einem Tageslicht. Und dann kommt das einfach nicht so rüber. Aber grundsätzlich gebe ich mir ja auch immer die größte Mühe, einfach das dann nachher nochmal einzufangen oder das bei Instagram dann nochmal reinzuholen, ne? Da. Teddy Velvet. Der ist tatsächlich sehr schön. Der ist eine Nuance dunkler, aber sehr, sehr schön. Ich mag ja so matte Lippenstifte, also so nudigen Lippenstifte, matt nicht so gerne. Aber die haben fast nur matte, glaube ich, bei MAC. So, und was war das dritte? Ist doch schon Feierabend. Das ist kein Feierabend, ne? Den hier fand ich höchst interessant. Den habe ich zu meinem Geburtstag von MAC bestellt. Geschenkt gekriegt, weil man was bestellt. Aber es war ja nur eine 25 Euro Bestellung. Deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm, da was zu bestellen. Ich bin ja mal Members-Kunde und kriege deswegen, ich sag mal, mehr Geschenke und mehr Sachen. Das ist dieser hier. Der ist so ein bisschen im Holo-Design der Lippenstift. Seht ihr das mit diesem Glow? Genau. Und dann seht ihr eben. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen glänzend von der Farbe. Ja, das passt von der Farbe. Ja, der sieht sehr, sehr schön aus, ist sehr nudig, ein klein bisschen dunkler, aber ist nicht schlimm, finde ich ganz gut. Ja, und das waren meine Geschenke dann von MAC, drei Stück, also zwei Mini-Lippenstifte und ein Full-Size. Und von daher, denke ich mal, hat sich der Einkauf gelohnt, weil alleine der wird ja mit Sicherheit 15, 16, 17, 18 kosten. Und da habe ich dann das hier schon inklusive, ne? Von daher passt das für mich. So, ich sage nicht nochmal alles. Bye, bye, ciao, tschüss.